Christstollen. Herkunft und Tradition des beliebten Weihnachtsgebäcks. Christstollen gehören nicht nur für die Dresdner in die Vorweihnachtszeit wie Adventskränze und Kekse backen. Deutschlandweit ist das Weihnachtsgebäck heiß begehrt. Doch wo hat der Christstollen überhaupt seinen Ursprung? Der ursprüngliche Christstollen ist heute schon über 700 Jahre alt. Bereits im Mittelalter wurde er gegessen. Damals war das beliebte Weihnachtsgebäck aber nur eine Fastenspeise in der Adventszeit. Der Stollen soll sich zunächst nur aus Mehl, Wasser und Hefe zusammengesetzt haben. Die katholische Kirche verbot während der Fastenzeit nämlich Milch und Butter im Essen. Erst etwa 150 Jahre später erlaubte Papst Innozenz VIII. In seinem Butterbrief noch weitere Zutaten und sorgte damit auch für den Siegeszug des Christstollens. Könige fanden schnell Gefallen an der süßen Variante des Stollens und kamen zunächst in den alleinigen Genuss. Die Bürger durften das Gebäck erst später probieren. Auf dem berühmten Dresdner Striezelmarkt konnten Naschwillige ab dem 16. Jahrhundert Christstollen erwerben. Den Überlieferungen zufolge soll die heutige Version des Christstollens seinen Ursprung übrigens nicht in Dresden haben. Demnach soll der Stollen erstmalig im Jahr 1457 von Heinrich Drasdow im rund 100 Kilometer entfernten Torgau gebacken und benannt worden sein. Warum aus Drasdower Stollen dann Dresdner Stollen wurde, wird dem berühmten sächsischen Dialekt zugeschrieben.